Ein Drittel der Stockholmer Stadtfläche besteht aus Wasser. 14 Inseln gehören zu der schwedischen Hauptstadt. Deshalb wird sie auch Venedig des Nordens genannt. Stockholm hat ein reiches Angebot an Kultur. Die Oper genießt internationales Ansehen. Ebenso das Dramaten. Das Königliche Dramatische Theater wurde vor 200 Jahren gegründet und ist bis heute eines der bekanntesten Theater Skandinaviens. Hier stehen die besten Schauspieler Schwedens auf der Bühne. Viele Bühnengrößen haben im Dramaten ihre ersten Erfahrungen gesammelt. Es ist ein sehr traditioneller Ort. Man kann vor allem die Schauspieltradition spüren. Einige der größten schwedischen Schauspieler wie Greta Garbo, Ingrid Bergman, B.B. Andersson, Max von Sydow, sie alle haben hier ihr Handwerk gelernt und standen hier auch auf der Bühne. Eines von mehr als 50 Museen ist das renommierte Nationalmuseum. Hier gibt es eine große Sammlung impressionistischer Kunst und eine Ausstellung zu modernem Möbeldesign. Dafür sind die Schweden schließlich international berühmt, ihre Möbel. Mittelalterliche Gebäude und enge Gassen. Das Herz Stockholms schlägt in der Altstadt Gamlastan, die auf einer Insel liegt. Von hier breitete sich Stockholm im 18. Jahrhundert auf das Festland aus. Heute gehört Gamlastan zum Pflichtprogramm für jeden Stockholm-Touristen. Es gibt hier kleine gemütliche Cafés, in denen sich auch viele Einheimische zur Fika treffen. Fika, so nennen die Schweden ihre Kaffeepause. Und die machen sie am liebsten zweimal am Tag. Gourmets wie Theaterregisseur Staffan Valdemar Holm gehen in die Östermalzhallen. Der Hobbykoch lässt sich vom Angebot in der Markthalle inspirieren. Einmal in der Woche kauft er hier ein. Vor allem Meeresfrüchte und Fisch. Alle stammen aus heimischen Gewässern. Es gibt einige lustige Besonderheiten beim schwedischen Essen. Zum Beispiel viele Lachs- und Heringsrezepte. Früher war Schweden ein armes Land. Da waren Lachs und Hering noch ein arme Leuteessen. Heute gelten viele der alten Rezepte als schick. Treffpunkt Eisbar. Die Stockholmer Filiale ist weltweit die erste, die das ganze Jahr über Gäste empfängt. Maximal 30 zur selben Zeit. Die Temperatur minus 6 Grad Celsius. Serviert wird gut gekühlter Wodka. Wir wollen alle Sinne im Menschen ansprechen, auch den Geruch oder Geschmackssinn mit unseren Cocktails. Das macht Spaß. Es ist einfach ein Gesamterlebnis. Und ein perfekter Ausgangspunkt, um die schwedische Hauptstadt auch bei Nacht zu erkunden. Zum Beispiel im Fasching, einem beliebten Jazzclub in der Stockholmer Innenstadt. Mit etwas Glück trifft man hier auf schwedische Jazzgrößen wie die Sängerin Ida Sand. Ein idealer Ort, um den Tag in der schwedischen Hauptstadt ausklingen zu lassen.